Ach, das ist ja verrückt. Schaut euch das mal an. Also eine wunderschöne Gruppe hier. So Leute, das muss ich euch jetzt mal zeigen. Das muss ich euch zeigen. Ist wirklich unfassbar. Froschschnecklinge, alles Froschschnecklinge. Das ist doch Wahnsinn. Schaut euch das mal an, wie kräftig die sind. Unfassbar. Der hat Glück gebracht heute. Wir haben jetzt Mitte November und der Winter steht vor der Tür. Das haben wir schon unschwer gemerkt. Wir hatten gestern die ersten Flocken gehabt vom Himmel. Das ging dann allerdings in Regen über. Aber immerhin der erste Schnee jetzt. Also es wird langsam Winter. Und da bin ich heute noch mal unterwegs, denn heute haben wir einen wirklich schönen Tag. Also die Sonne schaut zumindest mal ab und an raus. Es ist aber trocken, es regnet nicht, es schneit nicht. Wir hatten aber schon jetzt mehrfach Nachtfröste gehabt. Zumindest an ungeschützten Stellen war alles überfroren. Im Wald, denke ich, ist der Frost noch nicht angekommen. Und deswegen bin ich heute noch mal unterwegs und schau mal noch nach ein paar späten Pilzen. Bin gespannt, was sich finden lässt. Und ich nehme euch gerne wieder ein Stück mit auf diese Tour. Vor allen Dingen werde ich heute mal nach Frostschnecklingen schauen. Das wäre jetzt genau die richtige Zeit für diese Art. Also die ersten Nachtfröste braucht er, zumindest tiefe Temperaturen, so an die 0 Grad, damit er angeregt wird, Fruchtkörper zu bilden. Also Frostschnecklinge könnte es heute geben. Dann schaue ich natürlich, was sonst noch da steht. Schwarzfasiger Ritterling wäre auch eine Möglichkeit. Und auch ein paar andere Schnecklinge kommen noch in Frage, was so späte Arten sind, wie zum Beispiel der gelbe Lärchenschneckling. Ich bin dann auch unterwegs quasi zu einem Lärchenwald. Also auch hier stehen ab und an Lärchen. Muss ich hier auch mal schauen. Ja, das wären so die Sachen, die ich heute so ein bisschen finden möchte. Und wie gesagt, manchmal sind die Pilze ja total überraschend. Und da lässt sich irgendwas finden, mit dem ich noch gar nicht rechne. Ja, das Erste, was hier heute auftaucht, wir sind ja in so einem Kiefernwald unterwegs mit ab und an mal Lärchen, sind so große Röhrlinge mit braunem Hut, schön leuchtend gelben Röhren. Also das sollte hier die Ziegenlippe sein. Aber Leute, die sind natürlich nichts mehr. Die sind jetzt schon viel zu alt. Also der Hut hier ist schon ganz weich. Da kann man mal drauf rumdrücken. Da merke ich, dass das so eine Delle ergibt und die federt auch nicht mehr aus. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Pilze schon durch sind. Der Kleine hier sieht noch relativ gut aus, aber ich lasse die mal hier vor Ort. Mir sind die zu alt und solche alten Pilze, die schon ja, in der Zersetzung sind, das kann man hier zumindest vermuten, die können dann zu einer sogenannten unechten oder sekundären Pilzvergiftung führen. Da möchte ich gleich am Anfang mal davor warnen, sammelt nur Pilze ein, die wirklich einwandfrei sind. So Leute, ich bin jetzt an einer Stelle angekommen im Kiefernwald. Da wachsen vor allen Dingen Grünlinge, also hier wieder so ein Exemplar. Und da drüben stehen noch mehr, zeige ich euch nur mal kurz. Ja, aber wenn man hier genau hinschaut, und das muss man eben auch, weil die Kollegen recht klein sind, leicht übersehen werden können, die gibt es aber auch in etwas kräftiger, da finden wir diese Pilze hier mit so einem, naja, so bräunlichen, olivbraunen Hut. Und ihr seht schon hier so ein leichter rötlicher Ton, der scheint hier durch diese verletzten Stellen so durch. Wir haben dickliche, entfernstehende Lamellen, die etwas am Stiel herablaufen. Und die haben auch so ein bisschen so einen gelblich-rötlichen Ton drin. Und das ist schon der Frostschneckling, da ist er. Man muss hier wirklich genau hinschauen. Es gibt die wirklich auch in kräftiger, muss ich sagen. Vielleicht klappt es heute noch. Aber hier der, ah, jetzt habe ich ihn. Das ist ein wunderbarer Frostschneckling. Ganz toll. Da sind die Kollegen. Ich muss sagen, wir hatten die schon gefunden bei einer meiner letzten geführten Pilztouren. Da ließen sich die ersten schon finden. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, direkt nach denen zu schauen. Und heute klappt das ganz wunderbar. Ein feiner Speisepilz. Ich finde den sehr, sehr lecker. Und eben so spät im Jahr nochmal ganz interessant. Ich habe da auch schon mal ein Artporträt gemacht. Das werde ich mal hier mit im Video verlinken. Jetzt schaue ich mich natürlich hier um, ob es von denen noch mehr gibt. Ja, Pilzfreunde, gleich ein paar Schritte nebenan. Hat das geklappt mit kräftigen Exemplaren vom Frostschneckling? Schaut mal, der sieht richtig doll aus. Auch hier können wir uns den nochmal anschauen. Sehr schön. Und ja, so sind sie natürlich fein. So ein bisschen kräftiger. Jetzt habe ich hier nochmal so einen schlankeren dagegen. Also ihr seht schon hier, der Stiel ist viel, viel dünner. Und ich nehme hier nochmal einen, den ich jetzt eingesammelt habe, denn es waren ein paar mehr an der Stelle. Also hier eher so ein kleiner, zierlicher. Ja, so unterschiedlich können sie eben sein. Das ist Variabilität. So unterschiedlich kann ein und dieselbe Art in Erscheinung treten. Auch das muss man einfach mal so gesehen haben.
Und zum Putzen der Pilze, hier vor allen Dingen die Stielbasis abschneiden, da nehme ich natürlich mein Pilzmesser, was ich dabei habe. Die Bürste hilft mir hier ein bisschen, den Hut abzubürsten. Und heute zum Einsatz kommt eines der günstigeren Pilzmesser, hier mit so einem geschwungenen Griff, finde ich auch sehr schön, schön stabil. Findet ihr natürlich bei mir im Online-Shop. Könnt ihr gerne mal schauen unter snowcree.com, da findet ihr dieses Pilzmesser, weitere andere Modelle, Pilzsammelkörbe, wie ich heute dabei habe, Literatur und so weiter. Schaut bitte auch gerne mal in die Videobeschreibung, dort ist alles mit verlinkt. Was sich auch immer noch reichlich finden lässt, sind diese Pilze, die hier so bräunlich, graubräunlich sind, aber eben schon richtig hinüber. Die stehen hier alle so gemeinsam zusammen. Die haben alle eine gemeinsame Basis, also büscheliges Wachstum. Das sind Raslinge. Aber die sind jetzt wirklich hinüber. Die Zeit der Raslinge ist leider vorbei. Ich habe die finden können auf den geführten Touren, muss ich sagen. Da hatten wir richtig viel gehabt. Aber im Video habe ich die dieses Jahr euch, glaube ich, noch gar nicht zeigen können. Das habe ich ein bisschen verpasst. Also hier die Raslinge gab es hier sehr viel. Sind prima Speisepilze, muss ich sagen. Leicht kenntlich. Und das ist auch ein Grund, warum die in meinem Pilzbuch drin sind. Könnt ihr gern mal schauen. Gibt es auch in meinem Online-Shop, aber auch überall im Buchhandel. Mein Pilzbuch Unbekannte Leckereien. Da ist der Rasling drin als prima Speisepilz und auch als Anfängerpilz. Vielleicht finden wir heute noch welche, die ein bisschen besser aussehen. Dann zeige ich euch den nochmal. Ich zeige euch auch mal wieder, wie es hier so aussieht. Also das ist hier ein reiner Kiefernwald. Ab und an ist mal eine Birke dabei oder etwas anderes eingestreut. Aber hier in so einem Graben und am Rande dieses Grabens lassen sich die Pilze finden. Also hier stehen vor allen Dingen noch mal ganz viele Grünlinge hier überall. Grünling habe ich ja schon viel dazu erzählt. Das ist eben kein Speisepilz mehr. Der gilt eben seit einigen Jahren als giftig. Außerdem steht er unter strengem Schutz und darf ohnehin nicht gesammelt werden. Aber hier an diesen Stellen immer wieder mal entdecke ich Pilze und da schaue ich und da ist er. Der Frostschneckling. Da habe ich ihn wieder gefunden und hier ist sogar eine Schnecke mit an Bord. Die bleibt natürlich hier im Wald. Also mit den Frostschnecklingen scheint es heute zu klappen. Auch hier wieder mal so eine ganz typische Stelle und man muss wirklich hinschauen, dann entdeckt man die Frostschnecklinge, aber die sind eben relativ klein. Aber hier haben wir mal wieder eine Stelle, wo ich einige einsammeln kann. Aber es ist recht mühsam. Ab und an lassen sich auch noch ein paar alte Habichtspilze finden, aber die sind natürlich schon total hinüber. Also hier ist sogar Schimmel am Rand und jung ist das natürlich ein prima Speisepilz. Dieses Jahr gab es von denen sehr, sehr viele, muss ich sagen. Haben wir wirklich sehr, sehr viel gesehen. Seht ihr auch in meinen letzten Videos immer wieder. Und die hier bleiben natürlich vor Ort. Die sind nichts mehr. Die sind nicht mehr geeignet für Speisezwecke. Ja, und auch mit den Edelreizkern geht es langsam zu Ende. Aber ab und an kann man natürlich noch mal ein Exemplar finden. Und der hier sieht richtig gut aus. Das sieht doch so aus, als ob der frisch rausgewachsen wäre. Also man sieht ja sehr schön diese konzentrischen Ringe, die orangenen Farben. Jetzt drehen wir mal um und ich schneide mal hier den Stiel an. Da sehen wir erst einmal die orange-rote Milch, die hier austritt. Ganz, ganz wichtiges Erkennungsmerkmal. Und ihr seht schon, hier an meinem Finger ist auch alles orangefarben. Und diese Milchlinge, die wir zusammenfassen mit den Täublingen zu den Sprötblättlern, Sprötstielien. Also wenn wir so einen Milchling haben und die haben orange-rote Milch, dann sind die immer essbar und diese nennen wir Reizker. Und der sieht richtig gut aus, ist auch nicht madig, deswegen habe ich auch hier mal geschaut. Und der wird noch mit im Körbchen landen. Ganz wunderbar. Also die Reizker brate ich mir gern. Da ist auch bei mir im Buch ein schönes Rezept drin. Könnt ihr gern mal schauen. Edelreizker und auch der Fichtenreizker ist da drin erwähnt. Ja, und Frostschnecklinge lassen sich heute immer wieder finden. Die sind eben wirklich sehr klein. Ihr seht schon hier so, wenn ich die in der Hand halte, ist nicht viel. Und das macht es halt ein bisschen mühsam. Aber es lohnt sich, ist ein feiner, leckerer Speisepilz. Und ich bin jetzt hier noch weiter in diesem Kiefernwald unterwegs und hoffe mal, dass ich von denen noch mehr finde. Jetzt hat es endlich geklappt. Zwischen den ganzen Grünlingen finde ich jetzt mal schwarzfasige Ritterlinge. Die habe ich ja dieses Jahr schon sehr gut finden können und die sind richtig lecker. Aber man muss aufpassen hier, die sind jetzt langsam durch. Also die zwei Exemplare hier sind sehr, sehr schön. Leider sind sie jetzt sehr stark madig und eben auch schon im Zerfall begriffen. Und da muss man ganz genau hinschauen, aber die beiden hier, die landen im Sammelkorb. Ja, liebe Pilzfreunde, jetzt kann ich euch mal zeigen, wie es typischerweise gehen kann.
Hinter mir hier seht ihr viele Lerchen. Hier ist eine große alte, aber auch jüngere daneben. Und wo ich drauf zugekommen bin, sehe ich schon was Gelbes leuchten. Hier auf dieser grasigen Stelle, unmittelbar an der Lerche, habe ich sie jetzt gefunden. Eine weitere Schnecklingsart und die schauen wir uns jetzt an. Ja, das ist natürlich prima, wenn das genauso klappt. Hier stehen natürlich auch andere Bäume, aber die Lerchen sind hier unmittelbar daneben. Und hier haben wir den gelben Lerchenschneckling, auch ein prima Speisepilz. Im Übrigen sind alle Schnecklinge essbar, sind alles Speisepilze. Ja, wenn man also diese Gattung erkennt, haben wir immer einen essbaren Pilz vor uns. Geschmacklich gibt es da natürlich Unterschiede, aber hier der gelbe Lerchenschneckling, der ist wirklich ein prima Speisepilz. Und die mache ich mir natürlich mit den Frostschnecklingen zusammen. Und ihr seht schon, ich sammle hier ein paar ein davon. Hier sind einige und die nehme ich natürlich gerne mit. Im Übrigen lernt ihr bei mir in den Seminaren systematische Pilzbestimmung, wie ihr solche Gattungen wie die Schnecklinge erkennen könnt. Auch das ist Inhalt der Seminare. Ihr lernt also, wie man systematisch Pilze bestimmt. Und die wichtigsten Gruppen und Gattungen lernt ihr ebenfalls kennen. Und die Schnecklinge gehören eben definitiv mit dazu. Ja, wenn euch das alles weiter interessiert, wie bestimme ich Pilze richtig, wie mache ich das systematisch, weil das ist zielführender als diese, ich nenne es mal, chaotische Pilzbestimmung, über die wir auch sprechen. Ja, dann besucht gerne mal geführte Touren bei mir, besucht die Seminare, dann lernt ihr das alles kennen. Ihr lernt die Grundsätze der systematischen Pilzbestimmung, viele, viele andere wichtige grundsätzliche Themen. Und wer das Aufbauseminar noch dazu besucht und vielleicht das Seminar zur Vorbereitung auf die PSV-Prüfung, der hat das Grundwissen für den PSV erlangt. Man muss natürlich noch sehr viel selber tun, das ist auch klar, aber das Grundwissen vermittle ich und das in sehr komprimierter Form. Also es gibt da einen straffen Lehrplan, es macht Riesenspaß. Es gibt Exkursionen dabei natürlich, wir sammeln viel Frischpilze und besprechen die alle. Immer eine spannende Sache. Die Termine sind jetzt veröffentlicht. Könnt ihr gern auch mal auf meiner Webseite schauen. Und auch noch mal ein Hinweis, wer vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk sucht. Es gibt auch Gutscheine für die Touren, für die Seminare, die man zum Beispiel an Weihnachten verschenken kann. Schreibt mir da einfach eine Nachricht über das Kontaktformular. Da könnt ihr das alles anfragen. Ja, und das geht hier an der Stelle so weiter mit den Lerchenschnecklingen. Und ich sammle mir ja von denen definitiv einiges ein. Jetzt zeige ich euch mal so einen ganz typischen Standort hier. Wir sind hier wieder an so einem Wegrand. Und jetzt gehe ich mal hier an der Böschung ein bisschen runter. Und da seht ihr vielleicht schon was. Da ist einer. Den nehmen wir mal zusammen raus. Oh, die sind schick. Sehr schön. Hier unten geht es weiter. Da ist er. Das sind wieder Frostschnecklinge. Und diesmal wirklich recht kräftige Exemplare. Also hier eine super Stelle. Ich sammle die hier gleich mal ab. Wir machen das hier gemeinsam. Wo war er? Ich habe doch was gesehen. Da ist er. Ach, ist der schön. Super schön. Ganz toll. Also hier richtig kräftige Exemplare. So sind sie natürlich super. Und ich muss sagen, das Körbchen füllt sich immer mehr. Das meiste sind heute wirklich die Frostschnecklinge. Also ich bin hier zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Schaut euch das mal an. Sieht das nicht fantastisch aus? Ach, das ist ja verrückt. Schaut euch das mal an. Also eine wunderschöne Gruppe hier. Das sind wunderschöne Frostschnecklinge. Ach, das sieht doch toll aus. Ganz toll. Ich nehme mal einen raus. Und das ist ein richtig schönes, kräftiges Exemplar. Ganz fantastisch. So muss ich mal schauen, dass ich das hier ordentlich in die Kamera halte. Aber ich bin ein bisschen aufgeregt. Das sieht wieder richtig toll aus. Ich gehe hier nochmal zu der Gruppe hin. Also wirklich ganz toll und eben nicht solche kleinen wie am Anfang, sondern richtig kräftige Exemplare. So Leute, das muss ich euch jetzt mal zeigen. Das muss ich euch zeigen, ist wirklich unfassbar. Aber jetzt habe ich wieder einen Jackpot geknackt. Hier steht alles voller Frostschnecklinge. Ist unfassbar, was hier wieder steht. Ich bin total hin und weg. Jetzt gehen wir das mal ein bisschen ab. Ich versuche das mal einzufangen. Also hier... Hier, hier, es geht hier weiter, hier, schaut mal, Frostschnecklinge, Frostschnecklinge, alles Frostschnecklinge. Ach, ist das toll. Ach, ich hoffe, es kommt hier so richtig rüber. Das ist doch Wahnsinn. Schaut euch das mal an, wie kräftig die sind. Unfassbar.
hier wieder einer. Und ich gehe hier einfach mal die Stelle. Ich muss ganz sehr aufpassen, wo ich hintrete, dass ich sie nicht zertrete. Aber hier alles Frostschnecklinge. Hier alles voll, alles voll. Oh, hier ist nochmal ein schöner Fliegenpilz dazwischen. Der hat Glück gebracht heute. Und ich gehe mal hier hinter weiter. Ich hatte hier noch was gesehen. Ach, schaut euch das mal an. Also hier wieder einer, der ist natürlich schon ein bisschen älter. Hier sind noch mehr. Oh, ich muss sehr aufpassen. Ich muss sehr aufpassen. Hier ist wieder einer. Hier sind wieder welche. Hier ist einer. Ganz irre. Oh, ist der kräftig hier. Schaut euch den mal an. Ganz knubbelig. Hier ist der nächste. Und hier wieder einer. Und hier ist eine ganz komische Stelle. Hier sind sie so umgerissen. Vielleicht sind hier das auch Tiere gewesen. Wäre eine Möglichkeit. Aber schaut euch das mal an. Ist ja verrückt. Das ist wirklich verrückt. Ja Leute, die Stelle gehe ich jetzt natürlich ab und sammle mir etwas ein. Und da muss ich sagen, die Mission heute Froschschnecklinge zu filmen, die ist hiermit schon erfüllt. Und jetzt bin ich gespannt, was noch alles auf mich warten wird. Ich hoffe, das Wetter hält noch ein bisschen aus. Im Moment nieselt es ein bisschen. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer, weil ich muss ja ein bisschen mit der Technik aufpassen. Aber ich habe heute eigentlich noch ein bisschen eine Runde vor. So Leute, jetzt habe ich hier beim Umherstreifen doch noch mal ein paar schwarzfasige Ritterlinge entdeckt. Und hier muss ich mal schauen, ob die noch in Ordnung sind. Wie gesagt, die meisten, die ich heute gesehen habe, sind leider durch, völlig vermadet und sind eben schon am Vergehen. Aber die sehen zumindest auf den ersten Blick noch in Ordnung aus. Schauen wir mal zusammen, wie die ausschauen. Ja, das ist so eine Gruppe hier von 1, 2, 3, 4 Stück. Und die sehen wirklich noch gut aus. Ich setze hier mal die Kamera hin und da werden wir uns mal den einen hier rausnehmen. Ja, also wenn ich den oben anfasse, macht er noch einen sehr guten Eindruck. Ich hebel mit meinem Messer wieder ein bisschen drunter, da bekomme ich ihn besser raus. Auf jeden Fall der schwarzfasige Ritterling. Wir haben hier diese radialfasrige Zeichnung im Hut. Also das sieht so ein bisschen aus wie dunkle Fasern, die in die Huthaut eingewachsen sind. Der hat also eine glatte Huthaut. Das ist auch ein Unterschied zu den Erdritterlingen, die eher so eine etwas raue Huthaut haben, so eine leicht filzige Huthaut. Und wir haben hier solche gelblichen Töne irgendwo zu finden. Also hier am Stiel ein bisschen zu sehen, so ein zitronengelber Touch hier gerne auch in den Lamellen, auf den Lamellen. Also auf jeden Fall schwarzfasiger Ritterling und der fässt sich gut an. Und wenn ich jetzt hier so im Stiel ein bisschen anschneide, ist er nicht madig. Das sieht doch schon mal gut aus. Also eine kleine Portion, wenn die anderen drei hier auch in Ordnung sind, eine kleine Portion schwarzfasiger Ritterlinge kommt heute definitiv noch dazu. Jetzt habe ich hier nochmal einen einsamen, einzelstehenden Schopftintling entdeckt. Ein wirklich leicht kenntlicher Speisepilz, ein super Speisepilz, richtig lecker. Aber diesen einen hier, den lasse ich einfach mal stehen. Den nehme ich jetzt nicht mit. Und der steht wirklich hier so ganz einsam für sich. Ich habe hier schon mal rumgeschaut, aber es ist kein weiteres Exemplar zu entdecken. Auch der ist übrigens in meinem Pilzbuch drin, weil er eben so lecker ist und weil er so leicht erkennbar ist. Also ein super Anfängerpilz. Jetzt habe ich hier einen weiteren Schneckling gefunden, der hier immer wieder zu finden ist. Und ihr seht schon hier so ein grauer, eher unscheinbarer Hut. Erinnert so ein bisschen an Erdritterlinge, muss ich sagen. Aber wenn wir unten schauen, uns die Lamellen anschauen, dann sehen wir, dass die so wachsartig sind, dicklich, entferntstehend und am Stiel etwas herablaufend. Also ganz typisch für einen Schneckling. Und wenn ich daran rieche, da gibt es mal eine große Überraschung, gerade wenn ich das so Teilnehmern der Exkursion mal zeigen kann. Das hat ja letztens auch geklappt. Der hat so einen ganz feinen Marzipangeruch. Und das ist der Marzipanschneckling oder auch wohlriechender Schneckling. Ach, das ist ein ganz fantastischer Geruch. Ich habe hier mehrere gefunden, allerdings sind die alle schon drüber. Das ist noch mit das beste Exemplar. Also auch die Zeit für diese Schnecklinge ist jetzt vorbei. Ja, liebe Pilzfreunde, das muss ich euch noch mal zeigen. Schaut euch das mal an, wie viele das sind. Was für eine Riesengruppe. Das sind wieder Raslinge, dieser braune Rasling, Büschelritterling auch manchmal genannt. Alle schon drüber. Aber seht mal, was das für Mengen sind. Also wenn man hier vor 2 Wochen gekommen wäre, hätte man die ernten können. Die bleiben jetzt wirklich lange noch so stehen, bevor die völlig vergehen. Aber es ist einfach nur Wahnsinn. Also die gibt es hier in dem Gebiet immer sehr, sehr viel. Aber wie gesagt, jetzt ist es zu spät.
Ja, liebe Pilzfreunde, das hat sich heute richtig gelohnt. Der Korb ist gut gefüllt. Leider wird das Wetter immer schlechter. Der Nieselregen ist stärker geworden. Das heißt, ich werde die Tour jetzt abbrechen, gehe wieder zum Auto zurück, schaue natürlich links und rechts nochmal und vielleicht findet sich noch was. Ja, und ihr seht schon, dass man also so spät im Jahr auch noch Pilze finden kann. Natürlich sind die üblichen Verdächtigen jetzt verschwunden. Also Steinpilze, andere Röhrlinge und so weiter sind jetzt nicht mehr zu finden. Aber so ein paar Spezialitäten wie der Frostschnäckling zum Beispiel, die lassen sich jetzt finden. Und ja, schaut auch mal nach dem. Müsst ihr in den Kiefernwald gehen. Kiefernwald auf Sandboden ist da ideal, da könnt ihr den finden. Schreibt mir gern mal, ob ihr den Frostschnäckling schon gefunden habt. Ob ihr den schon mal gegessen habt, wie ihr den findet und ob es den bei euch überhaupt gibt, würde mich mal interessieren. Ja, ansonsten gibt es zum Schluss natürlich wie immer und gewohnt den Blick in den Korb. Und ansonsten, liebe Pilzfreunde, sehen wir uns sicherlich in einem meiner Videos wieder. Oder mal persönlich auf Natur oder im Seminar. Wäre natürlich auch eine schöne Sache. Also in diesem Sinne, liebe Pilzfreunde, bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!